Aber was es eben heute auch gibt in Deutschland, das ist Wirklichkeitsverleugnung, das sind absurde Verschwörungsgeschichten, mutwillige Desinformation und gewaltbereiter Extremismus. Um es klar zu sagen, eine kleine extremistische Minderheit in unserem Land hat sich von unserer Gesellschaft, unserer Demokratie, unserem Gemeinwesen und unserem Staat abgewandt, nicht nur von Wissenschaft, Rationalität und Vernunft. Für die gesamte Bundesregierung sage ich, wir haben Respekt vor ernst gemeinten Einwänden. Wir hören zu. Wir suchen die Debatte. Wir sind offen für Kritik und Widerspruch. Wir geben auch den Versuch nicht auf, bislang noch Zurückhaltende davon zu überzeugen, dass sie sich doch impfen lassen mit der Kraft der Fakten, der Kraft der Vernunft oder der Kraft des besseren Arguments. Aber genauso klar ist, wir werden es uns nicht gefallen lassen, dass eine winzige Minderheit von enthemmten Extremisten versucht, unserer gesamten Gesellschaft ihren Willen aufzuzwingen. Meine Damen und Herren, Respekt ist aber keine Einbahnstraße. Eine Demokratie braucht eine starke Opposition auf Augenhöhe. Und ob Sie das begriffen haben, können Sie in den nächsten Tagen zeigen. Sie können zeigen im Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien, die nicht ihr Parteibuch haben. Und Sie können es auch dadurch zeigen, dass Sie die 70 Jahre alte Sitzordnung in diesem Parlament respektieren und nicht mit Ihrer Mehrheit umwerfen. Und ich habe gelernt, meine Damen und Herren, dass Sie das morgen in einem Antrag ohne Debatte hier durch den Deutschen Bundestag peitschen wollen. Wie klein ist das? Wie klein ist das, meine Damen und Herren? Es wird keine Koalition in der Opposition geben. Aus unterschiedlichen Gründen werden wir nicht mit den Linken und der AfD zusammenarbeiten. Und ich will Ihnen das auch bei der AfD begründen. Wir verstehen uns als Opposition innerhalb unserer repräsentativen parlamentarischen Demokratie. Sie verstehen sich als Opposition zur parlamentarischen Demokratie. Und deswegen können wir nicht zusammenarbeiten. Und um den neuen Kolleginnen und Kollegen der AfD vielleicht einen Satz mit auf den Weg zu geben, der da vielleicht noch zögernd ist. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit heißt, dass wir natürlich dafür sorgen müssen, dass die nachfolgenden Generationen in einer intakten Umwelt leben. Das kriegen wir hier in Deutschland nicht alleine hin, Herr Habeck. Aber wir können unseren Teil dazu leisten. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben 2019 übrigens zusammen, Herr Mützenich, in der Großen Koalition das ehrgeizigste Klimaprojekt einer Industrienation auf den Weg gebracht. Wir haben viel, viel Geld für Technologie und Innovation ausgetrieben. Es ist so, dass diese Bundesregierung es war, die den Kohleausstieg beschlossen hat und dass wir es übrigens auch waren, die den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen haben. Die Gesetze sind da. Es ist so, das Geld ist da. Und jetzt geht es um Umsetzen. Umsetzen, umsetzen und umsetzen. Und Herr Habeck, Sie haben die Wahl nicht damit gewonnen, das hat nicht ganz geklappt, aber Sie haben die Wahl damit erfolgreich gestaltet, dass Sie da viel versprochen haben. Wir werden Sie daran messen. Wir werden jedes Gramm CO2 zählen. Wir werden jede Kilowattstunde Windenergie zählen. Wir werden jedes Kilo Müll zählen. Wir werden jeden Meter Stromleitung zählen. Wir werden jeden Kilometer Bahntrasse zählen. Und das wird unsere Politik sein. Und wir bieten Ihnen eins an. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, weil Sie im letzten Bundestag noch nicht dabei waren. Wir haben zusammen mit der SPD beschlossen, dass es in diesem Bundestag Nachhaltigkeitstage gibt. Nicht nur Haushaltstage und Haushaltswochen, sondern Nachhaltigtage. Dass wir uns einmal im Jahr Zeit nehmen, darüber zu diskutieren und Rechenschaft abzulegen, wie wir unsere Nachhaltigkeitsziele erreicht haben. Wir haben viele Dinge zu tun. Wir haben viele Ideen als Unionsfraktion. Und diese Ideen, die werden wir auch einbringen. Selbstbewusst. Und wohl wissend, wo wir herkommen. Und das möchte ich auch noch mal eins klarstellen an dieser Stelle. Ich möchte klarstellen, wir haben unsere Wurzeln. Und unsere Wurzeln liegen in unsere Werte. Und diese Werte, sie sind christlich. Und christlich bedeutet nicht, dass wir in der katholischen oder evangelischen Kirche sind, sondern christlich bedeutet, dass wir wissen, dass wir nicht die letzte Instanz sind, dass wir nicht alles regeln müssen, dass wir nicht alles regeln können. Das immunisiert uns als Union gegen jegliche moralische Überheblichkeit. Und das wird uns auch weiterhin immunisieren. Es ist so, das christlich bedeutet,
Das christlich bedeutet, dass wir ein Menschenbild haben. Ein Menschenbild, was von Eigenverantwortung ausgeht. Ein Menschenbild, was von Solidarität ausgeht. Herr Brinkhaus, Sie haben hier einen sehr energischen Vortrag gehalten. Aber so energisch haben Sie nicht regiert in den letzten Jahren. Ihre Regierungspolitik bestand immer nur aus den kleinen Schritten. Ihre Regierungspolitik bestand immer nur daraus, das dann zu tun, wenn es wirklich gar nicht mehr anders möglich war. Und das größte Thema, wo das exemplarisch ist, dass Sie eben nicht gehandelt haben, das ist der Kampf gegen die Klimakrise. Nirgends wurde in den letzten Jahren so wenig das Notwendige getan wie hier. Und es ist bezeichnend, Herr Brinkhaus, dass das Konkreteste, was Sie zum Thema ökologische Nachhaltigkeit in Ihrer Rede gesagt haben, das Thema Nachhaltigkeitswochen im Deutschen Bundestag sind. Das ist keine konkrete Maßnahme. Uns alle eint übrigens auch der Wunsch, dass Deutschland eine Infrastruktur hat, die funktioniert. Und Herr Brinkhaus, Sie haben ja eben gesagt, die Grünen stünden nicht für Nachhaltigkeit finanziell. Ich halte es für absolut nicht generationengerecht und für absolut nicht nachhaltig, unsere Infrastruktur so verrotten zu lassen, dass die Rechnung von künftigen Generationen gezahlt werden muss. Das ist finanziell nicht nachhaltig. Im Gegenteil, ich möchte nicht in einem Land leben, in dem ich mich dafür schämen muss, dass die Autobahnbrücken für den Lkw-Verkehr gesperrt werden, weil sie einsturzgefährdet sind, weil niemand in sie investiert hat in den vergangenen Jahren. Ich will nicht in einem Land leben, in dem ich mich dafür schämen muss, dass es Regionen gibt, in denen das Internet für die Menschen gerade mal so schnell ist, dass sie eine E-Mail hochladen können und in dem sie in einem einzigen Funkloch wohnen. Und ich muss das auch in Richtung insbesondere der CSU sagen. Es ist gut, dass dieses Land nicht mehr von einer Partei regiert wird, die immer wieder in familienpolitischen und gesellschaftspolitischen Debatten unterschiedliche Familien- und Gesellschafts- und Lebensentwürfe gegeneinander ausspielt. So wie Frau Bär, das jetzt vor kurzem noch mal beim Thema der Verantwortungsgemeinschaften gemacht hat. Ich kann es nicht verstehen. Was ist so schlimm daran, Menschen mehr Rechte und mehr Sicherheit zu geben? Niemandem, wirklich niemandem wird etwas weggenommen, wenn jemand anderer mehr Rechte bekommt. Und Sie sind sogar mit Pflichten verbunden. Lesen Sie das mal ordentlich durch. Innenministerin Faeser erklärt, kaum im Amt, den Rechtsextremismus zur größten Gefahr. Der allgegenwärtige, ich wusste, dass Sie da klatschen. Der allgegenwärtige Links- und Islamextremismus kommt bei ihr genauso wenig vor wie im ganzen rot-grün-gelben Koalitionsvertrag, nicht mit einem Wort. Zu dem soeben mit knapper Not in Hamburg verhinderten islamistischen Terroranschlag haben wir von der Innenministerin bis heute noch kein Wort gehört. Und dieselbe Innenministerin kam aus Brüssel zurück mit der Zusage, von 40.000 Afghanen, die aus unerfindlichen Gründen in die EU umgesiedelt werden sollen, gleich 25.000 nach Deutschland zu holen. Spanien und Frankreich übernehmen gerade mal ein Zehntel dieser Zahl. Und Herr Lindner von der Umfallerpartei FDP, der in ferner Vergangenheit gern und viel von soliden Staatsfinanzen sprach und versprach, legt als erstes einen Nachtragshaushalt von 60 Milliarden Schulden vor. Als Notar der kommenden grün-roten Ausgabenorgien zweckentfremdet der Bundesfinanzminister also überdimensionierte Kreditermächtigungen seines Vorgängers und des Bundeskanzlers, um künftig noch mehr Geld für grüne Klimaschutz und Energiewende, Planwirtschaft verpulvern zu können. Was für ein Start ins Amt mit unseriösen und verfassungsrechtlich bedenklichen Finanztricksereien. Vor 4 Jahren, Herr Lindner, hieß es bei Ihnen noch, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Heute lautete die Devise, Hauptsache in der Regierung sitzen als Steigbügelhalter für grün-linke Projekte und Allmachtsfantasien. Deswegen hat sich, auch damit wir in Zukunft nicht mehr belasten müssen, diese Koalition auf die Fahnen geschrieben, dass wir finanzielle Solidität walten lassen und an der grundgesetzlichen Schuldenbremse festhalten. Auch an der Stelle will ich eine Sache in Richtung der heutigen Oppositionspartei Union sagen, auch weil Sie es in Ihrer Rede erwähnt haben, Herr Brinkhaus. Mit Verlaub, Sie sind die falschen Stichwortgeber. Es war der heutige Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz, Helge Braun, der die Schuldenbremse schleifen wollte. Es war mit Verlaub im Bundestagswahlkampf Armin Laschet,
Laschet und insbesondere Markus Söder wollte die Schuldenbremse im Grundgesetz ändern. Meine Damen und Herren, die Union ist der falsche Ratgeber auch für uns an dieser Stelle. Das Ziel ist ja ganz klar. Das Ziel ist die schnelle Beseitigung der Haushaltslotlage in Deutschland. Ich habe über Solidität vorhin gesprochen. Das Ziel muss sein, dass wir ab 2023 nicht mehr den Notfallmechanismus der Schuldenbremse ziehen müssen, meine Damen und Herren. Und deswegen werden wir mit diesem Nachtragshaushalt gerade keine neuen Schulden machen. Und ich habe mich besonders gewundert über die angekündigte Normkontrollfrage der CDU-CSU-Fraktion an der Stelle. Denn anders als die Ampelkoalition in diesem Nachtragshaushalt, lieber Herr Kollege Brinkhaus, haben Sie mit Ihrer Stimme im Jahr 2020 einem Nachtragshaushalt zugestimmt, der zusätzliche Schulden gemacht hat, um dann in ein Sondervermögen zu überführen. Wenn Sie jetzt gegen diese Regierung klagen wollen, müssten Sie zuallererst gegen sich selbst klagen, Herr Brinkhaus. Der Volksmund nennt so etwas Heuchelei, um das auch mit Verlaub zu sagen. Deutschland ist mit einem massiven demografischen Wandel konfrontiert. Und der erfordert beherztes Handeln auch der neuen Bundesregierung. Und damit verbunden ist insbesondere die Tatsache, dass immer weniger Menschen ins Erwerbsleben eintreten, während immer mehr aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Das ist eine große Gefahr für Wachstum und Wohlstand in unserem Land. Deswegen braucht Deutschland gezielte Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt. Und Herr Brinkhaus, Sie haben es eben erwähnt und in einem Interview vom letzten Wochenende. Sie sprechen in dem Zusammenhang von einem strammen Linkskurs und offenen Grenzen. Das sind Worte, die normalerweise Rechtspopulisten verwenden, um Ängste zu schüren. Ich weiß, dass das nicht Ihre Haltung ist, aber Ihnen muss klar sein, welche Wirkung diese Worte entfalten. Ich sage ganz klar, Herr Brinkhaus, das ist nicht konservativ, das ist einfach nur dumm. Außerdem muss das Gesundheitssystem insgesamt endlich wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Und das heißt allen voran Schluss mit dem zerstörerischen Fallpauschalensystem. Denn was bedeutet das konkret? Überall da, wo jemand mehr Hilfe und Behandlung braucht als der Durchschnitt, müssen die Mehrkosten an anderer Stelle wieder reingeholt werden. Und ich kann es nicht anders sagen. Diese Logik, dass ich im Gesundheitswesen im Ergebnis alles rechnen muss, die ist einfach pervers. Und Herr Lauterbach, heute nicht da, aber Ihre medizinische Expertise in allen Ehren, aber Sie haben das damals mit eingeführt, als Sie die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt beraten haben. Sie haben mitgemacht dabei, als unser Gesundheitssystem auf Profit getrimmt wurde. Jetzt ist die Chance da, lernen Sie aus diesen Fehlern. Im Gesundheitssystem darf es nur um eines gehen, um die Gesundheit der Menschen. Ich bin erleichtert. Erleichtert und bei aller Deutlichkeit vielleicht auch Lautstärke unserer Debatte, dass offensichtlich ein Stil in unserer Aussprache zurückkehrt, die unserer politischen Kultur, aber unserem Selbstverständnis auch in diesem Parlament angemessen ist. Attacke, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, ist richtig, aber ich habe zu meiner Genugtuung festgestellt, die stärkste Oppositionspartei im Haus versprüht kein antidemokratisches Gift mehr, mit dem uns die AfD hier jahrelang überzogen hat. Ich habe gesagt, kein antidemokratisches Gift mehr in diesem Haus, wie die AfD es getan hat. Und dafür bin ich dankbar. Diese Debatte brauchen wir hier im Deutschen Bundestag. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Mützenich. Bevor ich den Kollegen Alexander Dobrindt aufrufe, muss ich dem Haus mitteilen, dass der Bundeskanzler uns bedauerlicherweise aus meiner Sicht jedenfalls verlassen muss, weil er nach Brüssel muss. Nur, dass nicht der Eindruck entsteht, er würde der Debatte nicht weiter folgen wollen. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Dobrindt, CDU-CSU-Fraktion. Das wird erst nach der Rede des Kollegen Dobrindt der Fall sein. Man muss hier vielleicht auch mal, Herr Dürr, nach Ihrer eindrucksvollen Rede für diesen Nachtragshaushalt hier daran erinnern, was Sie im Deutschen Bundestag ja noch vor wenigen Monaten gesagt haben, am 2. Juli wörtlich zitiert. Ich verstehe nicht, warum man mit der SPD nur Karriere machen kann, wenn man verfassungswidrige Haushalte vorlegt. Möglicherweise machen Sie gerade eine Lernkurve durch. Ich bin mir da nicht ganz sicher.
aber vielleicht nehmen Sie Ihre Wahlversprechen doch einfach mal ernst. Sie wollten einen Tilgungsturbo für Corona-Schulden. Jetzt starten Sie einen Verschuldungsturbo für die Ampel. Das hat mit soliden Finanzen schlichtweg nichts zu tun. Weil Sie hier ständig dazwischenrufen, Herr Dürr, ich könnte weitere Teile aus Ihrer Rede zitieren, die Sie hier gehalten haben vor wenigen Monaten. Ich könnte sie eigentlich auch ganz vorlesen. Sie würde zu diesem Haushalt eindrucksvoll passen, aber lassen wir es. Aber wobei ich ganz große Freude an eine besondere Textstelle habe, die Helfeshelfer eines möglichen Verfassungsbrechers. Wunderbar, vielleicht wollen Sie sich Ihre eigene Rede an der Stelle noch mal durchlesen. Herr Bundeswirtschaftsminister, ich unterstütze Ihre Initiative an dieser Stelle, zu mehr Planungsbeschleunigung zu kommen. Ich fordere Sie sogar auf, legen Sie dem Deutschen Bundestag schnell ein Planungsbeschleunigungsgesetz vor. Aber gestatten Sie mir den Hinweis, die Blockierer sitzen in ihren eigenen Reihen und nicht bei uns, und das war in der Vergangenheit auch schon so. Sie haben es abgelehnt. Vielen Dank, Herr Kollege Dobrindt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, normalerweise Frau Bundesaußenministerin Baerbock, einen ganz kleinen Moment. Normalerweise gratulieren wir vom Präsidium erst ab dem Alter von 60. Ich muss davon eine Ausnahme machen, weil ich bis dahin nicht mehr im Amt sein würde. Wir gratulieren der Bundesaußenministerin Baerbock zu ihrem heutigen 41. Geburtstag besonders herzlich. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Maria Klein-Schmein, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Ministerin Spiegel hat heute auch Geburtstag. Das hat mir keiner gesagt. Der Kollege Lindner weist mich gerade darauf hin, der Bundesfinanzminister, dass auch die Ministerin Frau Spiegel heute 41. Geburtstag hat. Es scheint ein guter Tag gewesen zu sein. Auch Sie haben einen herzlichen Glückwunsch verdient. Ich gebe zu, Herr Brinkhaus, eine Kritik von Ihnen war, dass Olaf Scholz zu viel Inhalte vorgetragen hat. Daran müssen Sie sich gewöhnen. In der letzten Regierung war es so, dass wir vieles wollten und Sie nicht, aber jetzt haben sich drei Partner gefunden, die vieles vorhaben in diesem Land. Und deswegen wird es eine Ampelregierung sein, die viele Inhalte in diesem Land umsetzen will und wo die Bremsen nicht mehr so getreten werden, wie Sie das in der letzten Legislatur getan haben. Darauf freuen wir uns, aber Sie werden das ja entsprechend begleiten. Das können Sie gerne tun. Wir wünschen uns, dass die kulturellen und Bildungseinrichtungen der Minderheiten verstärkt vom Bund gefördert werden, nicht mehr nur mit Kleckerbeträgen in Form von Projektförderung. Sehr geehrte Damen und Herren, der Norden ist in den vergangenen Jahren bei der Vergabe von Fördermitteln des Bundes sträflich vernachlässigt worden. Klimawandel, Breitbandausbau, Verkehrswege, Wohnungsmangel, medizinische Versorgung oder hohe Strompreise beschäftigen uns sehr. Und das sind Probleme, die besonders in Grenzregionen und in der ländlichen Region hart zu Buche schlagen. Erlauben Sie mir und der Ampelkoalition und der neuen Regierung auf meiner Sprache Ihnen zu wünschen, heller Lücke, go win, viel Glück und guten Wind. Danke. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend.